Ja, nee, ist klar, oder? Ich hatte mir morgen ein bisschen besser vorgestellt und nicht hier mit F-Zero, aber ja gut, okay, ich komme halt leider nicht darüber hinweg. Nun gut, willkommen zur neuen Folge von Mario Kart 8, die Lux mit Freude kann ich verkünden. Ich habe meine gebundene Abschlussarbeit geholt, dabei wollte ich auf das Thema gar nicht mehr einhaken, aber ganz ehrlich, bei solchen erfreulichen Nachrichten, das muss ich einfach erzählen. Das geht gar nicht anders. Aber ich wäre fast für dieses coole Timing bestraft worden. Denn, wie ich dann zurückgekommen bin von der Druckerei, mit der Abschlussarbeit natürlich, weil ich dachte mir so, okay, komm, bitte, ich habe eh genug Zeit, ich muss ja trotzdem die Parkour stellen, das ist wichtig, weil ansonsten wird es eine Strafe geben und genau bei dieser Parkour habe ich halt ein bisschen gefailt. Und ich bin mit so viel Glück im Leben ohne Strafe davon gekommen. Aber lass mich mal kurz erzählen, es ist Folgendes passiert. Die Uhr in meinem Auto ging leider eine Stunde vor und ich habe mich aus Versehen auf die konzentriert. Dabei wusste ich sogar, dass die um eine Stunde vorgeht. Ja, und die Moral von der Geschichte. Ich habe meine Parkour auf einmal eingestellt, dass ich seit 12 dort stehe, so musste das ja machen. Und tatsächlich war es aber in Wirklichkeit gerade erst 11 Uhr. Und naja, ich war halt nur 20 Minuten unterwegs. Deswegen ist das ein bisschen dumm gelaufen. Und wie ich dann zurückgekommen bin, in dem Moment, ich habe ihn gerade abgepasst, stand schon der Park-Sheriff da. Der wollte schon den Strafzettel drücken und ich denke mir so, ey, warum steht der da jetzt so lange? Was will er denn eigentlich? Und ich frage da so nach, ey, passt da irgendwas nicht? Ist da irgendwas schiefgegangen? Und er so, ja, in der Tat. Die Parkour ist falsch gestellt und ich habe mich halt dann dumm gestellt und sowas. Bin aber dann glücklicherweise ohne Strafzettel, das wird ein Minus. Jetzt habe ich es verhaut. Ohne Strafzettel davon gekommen. Mhm. Die Strafe kriege ich jetzt in Mario Kart. Super, dankeschön. Weil ich das Minus auch so sehr brauche. Nein, danke. Ich gebe es lieber an den nächstbesseren ab. Also Leute, weiter im Text. Die Geschichte war noch nicht ganz zu Ende, aber das Rennen war halt zu kurz. Also, bezüglich des Strafzettels weiterhin. Die Konversation, die es da gab, nämlich zwischen ihm und mir, die war ja auch nicht ohne. Also, ursprünglich hat er mich zuerst mal ermahnt. Ganz normal und gesagt, ey, bitte beim aufpassen auf jeden Fall. Und er hat dann halt so ganz neugierig nach meinem Alter gefragt. Weil ich halt ihm anscheinend ein bisschen jung aussah. War auch mein Vorteil. Ich habe halt dann gesagt, ja okay, ich bin 19 und hab den Schein halt noch nicht so lange. Und dann hat er halt davon abgesehen, das Teil auszudrucken, weil er dachte sich so, ja okay, ist noch ein Junger. Und somit reicht's glaube ich mit einer Ermahnung. Und ja, ganz ehrlich, da habe ich halt einfach Glück gehabt. Also, zählt wirklich in die Kategorie nur Glück im Leben. Dabei kenne ich das nur Glück beim Zocken eher. Na gut, aber wie gesagt, ich beschwere mich gar nicht. Da hat mich mein Alter ein bisschen gerettet. Vor allem, er wollte ja wirklich in dem Moment den Zettel ausdrucken. Er wollte gerade auf den Knopf drücken. Und hätte ihn schon ausgedruckt gehabt. Also wäre ich wirklich 2-3 Sekunden später gekommen, dann hätte er mir geben müssen. Weil ausgedruckt ist ausgedruckt. Ah, keine Ahnung, aber irgendwie wollte der liebe Gott mich beschützen an diesem Tag. Das ist wirklich, das muss man so sagen. Gut, und lieber Gott, bitte beschütze mich jetzt auch hier vor dem Minus im Mario Kart. Ich fahre schon wieder eine Banane. Ach komm. Nicht nochmal. Es ist nicht mal irgendwer hinter mir. Ich bin letzter. Klasse. Das ist natürlich sehr motivierend. Und heute wieder so viele Waluigi-Kinder dabei. Beim letzten Mal habe ich es gelobt noch, dass nur einer dabei war. Oh, danke. Beim letzten Mal habe ich es noch gelobt, dass nur einer dabei war. Und jetzt schaut euch das an. Wieder 5, 6 Stück oder so. An der Zahl. Und dieser Kugelwilli hätte nicht beschissen ausgehen können. Ja klar! Lass mich in Ruhe. Ihr werdet mich hier nicht holen. Komm. Ja klar! Wie die rammeln nochmal wieder. Das ist ja wirklich unfair. Nein, ich gleite hinaus! Lol, ich bin noch da. Sollte der Lakito da nicht... Nein! Oh! Ja, scheiße, ich kann mich auf jeden Fall auf ein fettes Minus einstellen. Jetzt fahre ich auch noch gegen die Wand. Ja, klasse. Und ich krieg nur Pilze, das wird ein letzter Platz. Ganz ehrlich, was sind das für Leute hier mal wieder? Die spielen am Limit, aber so richtig. Dabei bin ich nicht mal so schlecht gefahren, aber keine Ahnung, die waren halt einfach besser. Och, Mann. Ja, gut, okay. 2 Runden zum Reparieren bleiben noch. So Leute, wir ergreifen wieder die Chance, diese komische Abkürzung kennenzulernen auf der Donut-Ebene. Ihr wisst schon, da wo die Japaner sich mittlerweile denken, nee, ich fahre ohne Pilz durch, weil bringt sich halt am meisten. Ihr werdet es gesehen, was ich meine. 2. Kurve. Ich bin gespannt, wie viele Leute es tun.
Weil wenn du einen Pilz hast, hast du natürlich einen Vorteil, so wie ich zum Beispiel. Und wie viel machen es? 1, 2, 3, ey, na, okay, nicht so viele dieses Mal, aber auch wieder einige. Und, nein, ich wollte ihn rammen. Ja, okay, jetzt kann ich dich aber rammen. Mal schauen, ob du dich auch traust. Gut, erster, zweiter und dritter. Dreifacher Abfuck für das japanische Glied. Auf geht's. Ist natürlich wieder eine kürzere Strecke, das heißt, ich muss jetzt schon wieder bangen über die 10 Minuten, weil F-Zero ist halt auch nicht so lange. Zumindest die Big Blue Variante. Und diesmal ist der sogar in die Banane. Oh! Diesmal ist der sogar in die Banane reingefahren. Jetzt hat er nach mir geschossen. Da war die Blutlust zu viel. So, ich mache jetzt mal ein bisschen asozialen Move. Warum fahre ich eigentlich mit Ludwig? Das freue ich mich jetzt schon die ganze Zeit. Warum? Ja, okay, ich weiß es eh. Thumbnail-Vorteil natürlich. So, und der macht einen Abgang. Nice. Unterschreibe ich so? Ja, dieses Mal nicht. Dieses Mal. Ah, Junge. Ich halte jetzt meine Schnauze. Genau. Ich habe einen roten. Das kann ich ausnutzen. Ich muss ihn einsetzen. Ich muss ihn einsetzen. Alter, habt ihr es gesehen, wie mich rammen wollte, der kleine. Oh Gott! Platz 6. Boah, Mann, was war das jetzt für eine Massenkarambolage? Da waren alle schon wieder ganz nah beieinander. Okay, erstes Plus des heutigen Tages. Also ich konnte mich schon mal ein bisschen verteidigen, aber ganz ehrlich, diese Leute sind einfach krass hier. Die haben's drauf. Der zuckersüße Canyon, jawohl, er will mir Gesellschaft leisten und mich unterstützen im Kampf für die Pluspunkte. Little Problem. Die Leute sind einfach zu gut. Das kriege ich nicht hin. Vor allem, da muss man auch mal den Fehlstart, Sprintstart richtig machen. Sprintstart ist auch nicht die richtige Bezeichnung. I don't know, was sagt man dazu? Turbostart, genau. Turbostart, Sprintstart, Fehlstart. Ja, Fehlstart ist das Häufigere. Was auf jeden Fall hier vorkommt. Obwohl in letzter Zeit gar nicht mal so viel. Ich glaube, vor 30 Folgen war es halt wirklich noch 75% der Fälle. Gerade richten, gerade richten. Und ruhig bleiben. Mann, jetzt schießt wieder hier irgendwer mit einem Bumerang herum. Ihr habt es gerade gesehen. Dieser Bumerang. Ja, schaut euch das an. Ich glaube, das war aber schon der letzte Schuss mit dem. Aber man muss auch sagen, diese Leute hier haben schon wieder ein bisschen viel Itemglück. Jedes Mal bekommen die auch wirklich das, was sie brauchen. Und was bekomme ich? Richtig, Müll. Müll ohne Ende. Gut, jetzt halte ich mich noch auf Platz 3. Schade, dass das halt nicht die letzte Runde war. Ach, Mann. Weil die sind doch einfach schneller. Vor allem, weil ich halt nicht so ein Kerl bin, der sich nur auf das schnellste Kart oder so fokussiert, sondern einfach versucht, Abwechslung zu schaffen. Sprich, verschiedene Fahrer. Ja, okay, das Bike bleibt bei mir immer gleich. Aber ich habe schon überlegt, ob ich nicht auch mal jetzt da wirklich jede Folge einfach das Kart bzw. das Bike anpasse. Das Problem ist halt, da wird es noch schlimmer, als es ohnehin schon ist. Ich meine, da gibt es halt auch Ausnahmen, Sachen, die ich nicht spielen würde. Dankeschön für die Tröte. Ja, klar! Halt's Maul, ey. Ja, was denn noch? Lass mich in Ruhe, Mann. Bin ich schon genug gelitten? Okay, aber es sind noch alle ganz schön nah beieinander. Der Blitz hat's geregelt. Jetzt kommt irgend so ein behinderter Noob mit seinem verdammten Kugelwille. Ich komme ja nicht mal nach vorne, so Stern. Vielleicht werde ich verschont. Platz 9, wie auch immer. Da ist irgendwer unsichtbar. So, jetzt gute Items. Jawohl! Ich glaube, ich konnte mich halten! Oh! Platz 6 wieder. Plus 5. Nice. Also es reicht wirklich im Mittelfeld Platz für ein halbwegs kleines, aber auch gutes Plus. Das ist schon mal sehr gut. Trotzdem ist die Folge vorbei, jetzt an der Stelle. Deswegen, ja, tue ich mir das kein zweites Mal mehr an. Ganz ehrlich, die Leute sind dann schon in der Liga, wo ich nicht hingehöre. Oder noch nicht. Und wo ich auch nie hinkommen werde. Na gut, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.